Wird nicht bestehen bei dem Test? Bist du aufgeregt? Ich habe ja keinen Test, der war gerade ein Test. Also angesprungen ist er schon mal. Ja, mach dieses Mal wieder ein professionelles Service dabei. Von dem her kann da gar nichts schief gehen. Sehr gut. Immer wichtig, Aufkleber hinten rechts zu kleben, weil man überholt ja in der Regel links. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug mit der Nummer 52 den Wagen von Johannes Schwerp und Marc Christiansen aus dem Jahr 1963. Vielleicht das schönste Cabrio aller Zeiten, der 111er Mercedes in dieser schönen Sechszylindermaschine. Fahr! Grüß Gott! Jetzt sind wir auf dem Hockenheimring. Wir haben gerade mal den Ölstand geprüft von unserem 220 SE Klein B-C. So heißt der Wagen nämlich korrekt. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Los. So, jetzt kommt die Kurve. Wenn jetzt ein Reifen platzt, gibt es nie wieder Videos. Das ist normal. Ich muss doch ein bisschen gleich Gas geben. Ja. Was haben wir jetzt hier? 220 SE oder ja. S? SE. Nee, es gab das Cabrio, glaube ich, nur als SE. Ist kein Versager. Schon spannend. Boah, da waren schon Einschaltstöße, ne? Schon ein geiles Schiff. Ich sag mal so, S-Old. Mit so. Ihnen macht noch was mit. Ja. Weil plötzlich sitzt man hier und fährt hier durch Karlsruhe. Dann steht man hier. Ah, man wird sogar schon reingekommen. Hoffentlich bestehen wir den Test. Bist du aufgeregt? Ich habe ja keinen Test. Der Wagen hat einen Test. Jetzt gucken wir mal. Ja. Grüß Gott. Die Startnummer bräuchte ich. 52. Genau. Dann bräuchte ich einmal den Fahrzeugschein. Ja, den Fahrzeugschein. Sehr gut. Gute Frage, ne? Sehr gut. So was gibt es hier nicht. Ja, dann werden wir ihn finden. Denke ich auch. So, und jetzt haben wir einmal das Thema, jetzt kriege ich Unterschriften. Aha. Ja. Gut. Wer von euch war Miele 2016 dabei? Danke für die gute Aufnahme. Ich war bestimmt 5 Minuten drauf. Echt? Ich war der Servicemann, der nach in Monza, nach der Runde. Ach geil, wo wir die Dampfblasen genau, hatten. Genau. Hier, mal reinwinken in die Kamera. Wir blenden das dann ein. Ja. Okay. Sehr die gut. Sequenz von damals. Ja, genau. Super. Ja, genau, das war das. Dann hoffen wir, dass wir mit dem auch hier gut. Natürlich. Keiner kann uns sagen, wie der Zustand ist. Also angesprungen ist er schon mal. Braucht auch wenig Gas bis ja, mach dieses Mal wieder ein professionelles Service dabei. Von dem her kann da gar nichts schief gehen. Sehr gut. Super. Das wollten wir hören. Viel Spaß. Dankeschön. Jo. Tschüss. Ciao. Siehst du? Das ist nämlich. Das ist nämlich ganz tricky. Man muss erst ziehen, um aus P in N zu kommen. Dann loslassen. Und wahrscheinlich ist das nämlich so eine Kulisse wie hier unten. So zack, 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 zack. Ja. Dass die daher kommt nämlich. Ja. Weil der Wagen ist ja älter als die Autos mit dieser Kulisse. Weil die Kulisse gab es, glaube ich, erstmals im 108-109. Also nicht in dem hier, meine ich. Wir stellen es jetzt einfach hier hinter den Porsche, würde ich sagen. Ja. Und dann gucken wir mal. Sehr gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Das finde ich natürlich scheiße, dass der so hoch dreht. Cut hat er ja keinen, daran kannst du nicht. Der hat auch keinen. Ja gut, es kann natürlich schon sein, dass es die wirklich original Warmlaufautomatik ist, dass der jetzt wirklich sehr hoch gehalten wird, weil wir haben hier so 60 Grad, also der bräuchte noch ordentlich, logischerweise. Man muss halt bedenken, das Ding hier ist 55 Jahre, wenn das stimmt, nach dem Baujahr 63 oder sowas. Immerhin ein Blaupunktradio, was aber... Naja, zur Musik hören sind wir auch nicht da. Ja doch, das Blaupunktradio einschalten, klar sind wir dafür da. Wie, kein sind wir nicht da? Natürlich. Geht aber nicht. Siehste? Siehste. So, hier steht nämlich da 220 SE W111. Und das Auto hier ist zwar vom Zustand so
Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul. Das Ding haben wir temporär geschenkt bekommen. Ah, sehr vorbildlich. Ja, aber die, vielleicht geht die gar nicht. Müssen wir mal gucken. Der 300 SL hat ja nämlich eine aufziehbare, habe ich gelernt. Ah. Die musst du aufdrehen. Die hat nämlich keine Quarzzeit. Die ist wahrscheinlich elektrisch. Deswegen könnte die jetzt richtig funktionieren. Müssen wir mal abwarten. Der Flügeltürer hat eine aufziehbare. Da musst du wirklich den Knopf ziehen, glaube ich. Oder einfach nur so. Dann drehst du so, windest du quasi das Ding auf. Ja. Was mir einer erzählt hat, der W100, der legendäre 600er, hat eine ähnliche Uhr. Ich weiß gar nicht, ob die rund ist oder eckig, weiß ich gerade nicht. Jedenfalls hat mir ein Eigner, der so ein Fahrzeug besitzt, erzählt, dass das auch eine mechanische Uhr ist. Man dreht die auf. Also die dreht sich selber auf, man stellt das Ding ein und dann hat die die Elektromotor, der zieht dann quasi die Spule auf und dann ist da ein Kontakt und ein Relais. Und angeblich ist es wirklich so, dass wenn die Spule sich sehr weit entspannt hat und kurz vor Exitus wäre, dann wird ein Relais klack eingeschaltet, dann zieht die sich ein paar Minuten automatisch auf, bis sie wieder gespannt ist, dann macht das Relais wieder klack und dann läuft die wieder mechanisch. Also eine mechanische, echte Uhr, die elektrisch aufgezogen wird. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist der 600er. Ja. Vielleicht werden wir das Fahrzeug auch mal irgendwann in unserem Leben in einem Video featuren. Genau, die Zeit ist halt immer sehr knapp. Man denkt immer, Videos passieren und fallen vom Himmel, aber dem ist nicht so. Ja. Mit der original Bosch Elchetronic Einspritzung. Die gab es nur in Japan und USA. Das Fahrzeug ist ungeschweißter Zustand mit zeitgenössischem Tuning, wie man es damals so Ende 70er, Anfang 80er Jahre gemacht hat. Und ich habe den seit 1991. Ist es Ihr einziger oder haben Sie noch mehrere? Nee, ich habe noch mehrere. Neun PS, eine Leistungsexplosion. Schönes Auto. Jetzt hier, jetzt kommt's. Er hat elektrische Fensterheber. Und das ist die Notkurbel. Das ist die Notkurbel, ja. Genau. Das ist doch irre. Ja, das ist alles toll, die Teppiche, alles original. Und das ist ja ein schönes Auto. Ja, dieser Paul Brack war ja vorher bei Mercedes, ist ja der den Pagoden SL gemacht hat. Okay. Und auch den 123er noch. Deswegen hat ja der BMW auch diesen Windlauf. Ja. Der hat es ja gehasst, wenn Wasser ins Auto tropft oder Schnee reinfällt. Und dann hat er diesen Windlauf, diese Idee, die er eigentlich bei Mercedes entwickelt hat, hat er gerade zu BMW mitgenommen. Der erste 3er, 5er, 6er, 7er, alle haben das. Okay. Ja, das ist einfach genial. Ja, mir gefällt es auch gut. Ja. Ja, also bei dieser Bosch Classic sind halt immer besondere Autos da, immer in besonders guter Qualität. Der ganze Platz, wenn man den hier sieht, ist schon gut. Das ist die 19. Bosch Boxberg. Ja, ein wunderbarer Nachmittag jetzt mit der technischen Abnahme. Herzlich willkommen also alle hier in Karlsruhe. Krass, ich mache sogar keine Batterien. Das ist ja geil. Kannst du den auch auf dem Blackboard kleben? Nee, die kann ich auf meinen Laptop kleben. Im Büro. Ja, liebe Holtheimer Freunde, es ist eine große Freude, Sie hier am Standort Karlsruhe begrüßen zu dürfen. Das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, waren wir hier am Standort Karlsruhe, als Bosch 125 Jahre gefeiert hat. Immer wichtig, Aufkleber hinten rechts hinkleben, weil man überholt ja in der Regel links. Dann sieht der rechts überholte, was gerade passiert ist. Und dieses Jahr haben wir wieder ein Jubiläum. Wir feiern 40 Jahre Automotive Aftermarket am Standort Karlsruhe. Und gleichzeitig 50 Jahre Automotive Aftermarket als Geschäftsbereich. Deshalb werden wir morgen hier einen Familientag durchführen. Und da ist es natürlich eine ganz besondere Attraktion, dass Sie mit Ihren schönen Fahrzeugen dabei sind.
dann wird es eine schöne erste Etappe geben. Und dann kommen wir nochmal hier hin zum Standort, damit es auch möglichst viele der Mitarbeiter miterleben werden, hier Mittagspause machen und nochmal um 12.30 Uhr starten. Ja, komm, ist das schön. Bob. Da, die kleine Warnlampe, da sind zwei runde und die rechte davon. Das ist nämlich der Indikator, dass dieses Auto ABS hat. Mhm. Und das war das allererste Auto auf der Welt mit einem modernen, mikroprozessorgesteuerten ABS. Anfang der 60er war es, glaube ich, gab es den Jensen oder Jensen FF. Und das war so ein Sportcoupé aus England, meine ich. Und der hatte eine Art Blockierschutz aus der Luftfahrt in seinem Fahrzeug. Und das war quasi das allererste Auto mit einer Art Antiblockiersystem. Und ich glaube, Mercedes hat 1967 angefangen, am ABS rumzuforschen und wollte dann 1973 sogar das ABS anbieten. Damals noch nicht mit Bosch zusammen, sondern mit Teldix. Und hatte dann 1970, 71 gab es einen ABS-Workshop mit Strichachtern. Da können wir auch Bilder zeigen dazu. Ja, das ist mit Absicht also. Das war aber nicht gut genug und auch nicht Mikro, also war die Elektronik war nicht gut genug. Und dann kam der Durchbruch mit Bosch Ende der 70er Jahre. Das von Daimler-Benz gemeinsam mit Bosch entwickelte neue Antiblockiersystem bietet hier einen entscheidenden Vorteil. Jedes Rad reagiert situationsgerecht. Und dann gab es das Auto mit ABS 1978 und ich glaube ein halbes Jahr später gab es, weil Mercedes und Bosch dann gesagt haben, wir geben das frei, gab es noch den BMW 7 mit ABS. Ja, da sieht man mal, was mit einer Marke passieren kann. So geil war mal Opel. Damals gab es weder Audi, weder BMW, das war nichts. Kein Mensch wollte das. Es gab nur Opel oder Mercedes. Der Mensch von Welt, der Geld hatte und ein cooles Auto wollte, hat einen Opel gefahren oder einen Mercedes. Und kein Wunder bei solchen Schiffen. Fast ein 3-Liter-Motor und das ist der kleine Luxus-Opel, der Admiral. Es gab ja oben drüber noch den, nee, sorry, das ist der mittlere. Es gab den Kapitän, den Admiral, den Diplomat, das ist der mittlere. Das ist quasi ein 280 SE von Opel. Sowas baut Opel ja gar nicht mehr. Das war der Nachfolger, war dann der Senator und die haben ja dann aufgehört, sowas zu bauen, glaube ich, Ende der 80er. Mitte der 90er? So irgendwie, ne? Ja. So, dann stellen wir euch vielleicht mal unser Auto vor. Das ist nämlich ein 220 SE. Und wer sich jetzt wundert, warum der rote Blinker hat, das hatte man einfach damals. Oder man konnte es sogar wählen, ich weiß es gar nicht. Weil der ist Baujahr 1963 und orangene Blinker hinten sind erst seit 1968, 69 oder so vorgeschrieben. Hier ist übrigens der Tank, also hinterm Kennzeichen, da, ganz witzig. Da sieht man auch, der Wagen hat so, ja, eine nette 3, also fahrbereit. Hier ist der Kofferraum. Sehr spannend ist vor allen Dingen, dass, der geht nicht weiter auf. Also man kann jetzt gar nicht so easy peasy und vor allen Dingen über Ladekanten. Das ist eine Ladekante, die hat heute ein Kombi. Ja, also die ist sehr tief, aber auch sehr tief der Kofferraum im Vergleich. Und ja, schön groß. Hier sieht man auch den Verdeckkasten in der Karosserie integriert, weil wir haben ja hier ein Cabriolet. Wir haben nämlich hier genau gesagt einen W111, was nicht original ist, leider hier Radlaufchrom, aber das hat man damals halt gerne gemacht, weil der W100, der Mercedes 600, war der einzige Mercedes, der das serienmäßig hatte. Da. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, das ist ein M180 oder so. Ich bin mir echt nicht sicher. Keine Ahnung, also das ist ein 3-6-Zylinder auf jeden Fall. Einspritzer, mechanische Einspritzung. 2,2 Liter Hubraum. Damals hier noch mit starrem Lüfter. Hier, der ist nicht bewegbar. Also keine Visco-Kupplung, keine Elektro-Kupplung, das Ding läuft ständig mit. Dadurch zieht er natürlich ständig auch Power. Hier sieht man die Einspritzdüsen. Also schon eine sehr spannende Technik. Hier ist die Einspritzpumpe, natürlich von Bosch. Ist ja klar. Da muss man auch Öl nachfüllen ab und an. Da. Das ist ein Öleinfülldingsbums. Ja, hier können wir das auch mal durchputzen auf jeden Fall. Das können wir den Kollegen vielleicht mal sagen. Aber riecht gut. Wie ja. So ein Schiff.
Verlustschmierung. Jetzt um uns herum stehen ganz viele Haubentaucher. Ja, das genau. Ist so. Ist wie eine, wie, Haubentaucher. Wie, genau. Ist wie eine freien Wildbahn. Das sind die Haubentaucher. Geht die Haube auf? Sehen wir die Haubentaucher. So. Vollmetall. Ja, das ist ein richtiger Ganzmetall-Mercedes. Ne? So. Also das ganz Spannende ist, das hat mich persönlich direkt etwas irritiert, sage ich mal, weil wir reden ja hier von einer Art S-Klasse. Ja? Das war damals, also oh gut, was heißt S-Klasse? Das ist einfach der große Mercedes. Sagen wir mal E-Klasse Cabrio. Und damals waren die Menschen nicht so groß. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so groß für heutige Zeiten. Ich bin 1,90. Hier, man sieht, ich komme hier überhaupt nicht rein. Ich kann hier fast nicht einsteigen, so, weil das mit den Schuhen, mit den Füßen schon korreliert. Und der Sitz ist schon ganz hinten. Die Sitzschiene hört hier auf. Also Maxi, mehr geht hier gar nicht. Also als 2-Meter-Mensch weiß ich gar nicht, wie du hier einsteigen willst. Vor allen Dingen, wenn die Parklücke eng ist. Ich komme gar nicht hier rein. Also es ist witzig, früher waren anscheinend die Probleme, gab es die Probleme nicht. Entweder hat der Wagen immer vor der Hauseinfahrt gestanden, also wo man genug Platz gehabt hat gefälligst. Und auch die Menschen waren nicht so groß. Also es ist durchaus spannend. Und das sieht man auch hier drin, wenn man hier reinguckt. Weil das ist ja ein Heckflossen-Cabrio. Diese Panorama-Frontscheibe mit quasi fast senkrecht, also hier 80 Grad Winkel stehenden A-Säulen. Du kannst also hier so wirklich rumgucken da. Und dann dieses Armaturenbrett, was hier so drin ist, wie, ja, weiß ich auch nicht, wie ein Einbauschrank. Also es ist so eingebaut, hier sieht man auch hier, das Armaturenbrett ist hier fest verschraubt mit dem A-Säulen-Chromspiegel. Also es ist gar nicht vergleichbar mit heutigen Autos. Dann Hupe, geht aber nicht, weil wir gerade keinen Zündschlüssel hier haben. Aber man sieht das alles schon sehr, sehr opulent. Dann sieht man auch, dass die Leute früher nicht geatmet haben, denn die hatten auch keine Cupholder. Also früher hat man nicht getrunken im Auto und nicht geatmet. Weil du hast nämlich, ja, du hast nur geraucht. Ascher ist nämlich hier. Also geraucht wurde und dann wurde schnell gefahren. Weil das Ding hat immer einen Tacho bis 210. Ich glaube, realistisch hätte das Ding damals gemacht 170, 180, was damals Raketengeschwindigkeit war. Also vergleichbar mit heute mindestens 250. Weiche Prallplatte hier. Das war dieses Mercedes-Video früher. 3, 2, 1, 0. Die gepolsterten Armaturen sind nachgiebig. Die Instrumente und Bedienungsvorrichtungen so konstruiert, dass von ihnen keine Verletzungsgefahr ausgehen kann. Weicher, gepolsterter Innenraum. Da, hier. Also alles schön weich abgepolstert, innere Sicherheit. Also ich würde sagen, genug zum Fahrzeug. Also 220 SE, Baujahr 63. Er hat ein Prestige-Tuning damals erfahren. Er hat nämlich die Stoßstangen des Modelljahres 66 bekommen. Also wurde modernisiert, gefaceliftet quasi. Ist aber theoretisch ein Heckflossen-Cabrio. Und es gab damals nur 220 SE oder später einen 300 SE. Also mehr Motoren gab es auch gar nicht. Heißt, das ist hier schon fast das höchste der Gefühle. Zeit, mal ins Roadbook reinzugucken. Heute ist der 22. Es stimmt sogar, also passt. Und das geht dann morgen, Samstag eigentlich, weil heute ist theoretisch nur technische Abnahme. Kurz mal ankommen, weil viele Teilnehmer kommen auch sonst woher. Also viele Bayern, viele Baden-Württemberg. Da vorne ist sogar einer aus deiner Hut, MKK. Also die kommen aus ganz Deutschland verteilt. Ich glaube, in Österreich habe ich gesehen, einen Schweizer glaube ich auch. Also die kommen schon so vereinzelt irgendwoher, die Leute. Dann beginnt das Ganze morgen. Und dann gibt es halt hier, klar, das Roadbook, wichtige Telefonnummern, wo man überall ist. Hier der Zeitablauf. Falls es einer vergessen sollte, die Feuerwehr erreicht man unter 112. Man weiß es nicht, ja. Dann habe ich so ein paar Impressionen von früher. Hier dann die ganzen Karten. Also im Endeffekt ist das Roadbook so aufgebaut wie bei jeder Rallye. Bei der Mille Miglia hat man das ja auch, dass man so Kartenabschnitte hat, dass man von vornherein gucken kann, ah, wo ist eigentlich die und die Prüfung und wo ist dies und das. Ja, und dann gibt es hier die typischen Erklärungen. Hier beginnt der ganze Spaß bei 0 Kilometern, Tag 1. Und da sieht man auch schon, es ist komplett, die erste Etappe sind 97 Kilometer, 180 Minuten. Also sieht man schon, es wird hier sehr eher auf Fun-Wert gelegt. Nicht, dass man hier auf der letzten Rille ballert, weil hier fährt halt alles mit. Hier fährt Mini-Cabrio, Porsche, Opel, alter Mercedes. Es gibt einen ganz alten Oldtimer. Also es fährt alles gemischt mit. Sprich, jeder kann gewinnen. Theoretisch, jeder kann aber auch verlieren. Ja, und das ist das Ganze halt hier so. Weil morgen findet sehr viel um Karlsruhe statt und um Bosch herum. Weil wir werden euch das noch zeigen, weil der Bosch-Standort, wo wir hier gerade stehen, wir stehen ja hier im Werksgelände. Also wir stehen hier in einem Bereich, wo man nur als Mitarbeiter eigentlich reinkommt. Und dann auch nicht mit der Kamera. Weil hier ist nämlich das
ja, After Sales Automotive After Sales Zentrum, dieses Riesenlager, was man an der Autobahn A5 sieht bei Karlsruhe. Und dann fahren wir halt morgen hier rum und dann geht es nämlich später noch zum Hockenheimring. Und dann gibt es aber auch noch Wertungsprüfungen, glaube ich. Ah ja, hier. Stallwandfahren, Slalom, Glatteisübung. Oh, hier. Vasen to go. Sie wurden als Testfahrer ausgewählt und müssen die Bestellung zügig und heil ins Ziel bringen. In exakt 40 Sekunden. Ja, wir gucken mal. Es wird spannend auf jeden Fall. Oh, hier. Der Engländer. Das ist auch schön hier. Werden wir natürlich nicht machen. Ich mache Pause. Wir fahren durch. Cool, also danke, ne? Ciao. Achso, könnte ich das zum Anschnallen. Hat er keine Gurte? Nein. Ne? Was riecht gut. Warum hatten die nicht mal normale Beckengurte? Das ist doch Pflicht. Ja, ich tue, ich weiß die, nicht. Die Flügeltüren doch auch Becken? Die Flügeltüren nee, haben Beckengurte, nee, stimmt. Nee. Wir haben auch, manche rissen das ja nach, aber so ist es halt. Punkrock. Also wir haben keine 51 gesehen, voll komisch. Egal. Geil ist, da hinten ist ein 124er Kombi mit 124. Geil. Als Startnummer. Boah. Was hat denn der Opel für eine Nummer? Das sieht man jetzt gar nicht. Und hier der Iltis. Sehr geil. Geil, Ascona, so das sieht man auch überhaupt nicht, das ABS. Hier, 126. Ach, das ist die 57, 59, 47, 48, 56, das ist 56. Wenigstens auf dem Dino, das ist okay, finde ich. Ja, stimmt, das war die Nummer, die hätten wir kriegen sollen. Aber ja gut, aber ich hätte besser gefunden 111. Das ist ein 111er. Weil guck mal, der 123 hat 123. Geil, das ist ja ein Dackel. Ja, ja. Dann macht ein 124er Kombi mit, der 124 hat. Also es gibt schon, weil was ein Besonderes ist nämlich, irgendwie bei der Bosch Classic, ja, warum auch immer, haben wir uns auch schon gefragt, hier sortiert man nicht durch die Baujahre. Ja. Bei der Millimilia ist es ja quasi so, eins ist das älteste Starterfeldfahrzeug. Ja. Und weil hinter uns zum Beispiel ist dann irgendwie, weiß ich gar nicht, Saab 900 ist drei Wagen hinter uns, das kann ja gar nicht sein. Weil zwischen den beiden Autos liegen ja 20, 30 Jahre. Aber der Duft ist doch mal sensationell, oder? Wie der früher. Wagen ist auch geil hier. Ja, was ist das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Lancia? Ja, Lancia, glaube ich. Sieht fast ein bisschen aus wie eine Pagode, finde ich. Ja, genau. Aha, 49? Ja. Sehr geiles Auto. Wenn man die jetzt wieder mal so im Straßenverkehr sieht, muss man dem Herrn Wilfert nachträglich noch wieder recht geben. Vielleicht kennt der Insider Bauer 107, kennt es definitiv. Es gab von dem Auto in den frühen 70ern, glaube ich, eine Designstudie intern, wo der Kofferraum verlängert wurde um, ich glaube, 5 oder 10 cm, damit die Silhouette besser aussieht. Mhm. Weil der SLC hat einen zu kurzen Kofferraum. Ja. Für ein SL passend, für ein SLC sieht es komisch aus. Ja. Und Karl Wilfert war damals, glaube ich, Karosserieentwicklungschef. So, jetzt sind wir richtig eingereiht. Schweinfurt. Und hier ist schon wieder der Kaufhausdetektiv. Kaufhauskopf. Jetzt so, bumm. Ist aber schön, wie der so eintaucht, ne? Ja, du findest das alles schön. Ich finde das schön. Das ist halt alter Mercedes. Alter Mercedes muss eintauchen. Ja, aber ich glaube, wenn der... ich würde so einen gerne mal restauriert fahren. Um mal dann abzuwägen, weil die waren, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Und durch dieses Abgenutzte kriegst du halt immer so einen falschen Eindruck, finde ich. Das Fahrgestell absorbiert den größten Teil aller Erschütterungen. Es nimmt Höhen und Tiefen auf, glättet und gleitet. Der müsste doch jetzt eigentlich die Hinterachse haben vom 300 SL Roadster, also die modernere schon, ne? Ja, dieser Eingelenk-Pendelachse, ja, die ja eigentlich sehr schrecklich ist. Aber besser als die Zweigelenk-Pendelachse. Ja, ja, aber da waren sie ja alle vor. Ja, die Pagode ja auch. Eigentlich würde das ja erst gut mit dem Strich 8. Wenn du so einen halt fährst, dann Strich 8 fährst im Vergleich, dann muss das schon ein bisschen Welten dazwischen liegen. Genau, glaub, wie das Problem ist, ne, die Federbewegung, dass der Spur und Sturz, also dass die Räder dann nach Eingelenkpendel, die pendelt halt. Ja, ja. Und dann kann die sich so aufpendeln, genau, und dann hüpft das Heck und dann und die Reifen stehen dann so zum Fahren. Genau, und die haben sehr oft Sturz. Nicht O-Beine. Ja, also, O-Beine, ja, genau. Sturz. Sicherlich nicht das billigste Prinzip, aber sicher das Beste.
Der Tank ist gleich leer, ne? Das ist echt krass, wie die Tanknadel tanzt. Ja, du weißt gar nicht, ob das... Also wenn der auf dem unteren Kästchen im Stand ankommt, dann tanken wir einfach. Ja. Weil das ist wie beim Flügel, glaube ich. Ja. Oder bei dem 108er war es genauso. Weil der dreht so hoch. Vielleicht lasse ich auch die Fahrstufe mal drin, weil dann dreht er ja niedrig. Du hattest eben geguckt, ob der überhaupt aufgeht hin, ne? Der Tank. Ich habe nicht jetzt einen passenden Schlüssel gefunden. Ja, genau. Dann stehen wir da. Ja, ja, eigentlich wollte ich das machen. Bin ich mich ein großer Fan von, zu wissen, ob wir tanken können. Und dann gab es auch damals diese Horrorgeschichte, also diese Passfahrten mit leerem Tank, erinnerst du dich? Wo irgendwelche Tanks implodiert sind. So. Ja, 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 ja. Ja, das hatte Mercedes in den 80ern, glaube ich. 124er oder sowas. Oder 126er. Wenn die Tankanlüftung unten verstopft ist, dann saugt sich der Tank leer und wie eine Capri-Sonne. Ja. Und weil der Metall ist, bleibt der so. Ja. Dann entweder hast du nur noch 20 Liter Tankvolumen. Übrigens wusstest du das. Es gibt keine Capri-Sonne mehr, der heißt heute Capri-Sun. Ja. Scheiße. So ist es halt. Die haben sogar auf der Fabrik haben sie sogar das Schild getauscht. Ne? Da steht auch Capri-Sun. Die ist ja hier in der Nähe. Haben wir einen Kilometerzähler, sag mal, den wir auf Null stellen können? Ja. Okay, müssen wir mal. Muss ich mich jetzt im Auge behalten? Ich mache das vielleicht auch parallel mit meinem Handy, aber auch. So, hier, guck auf Null. Sehr Wenn gut. er zählt, das weiß ich halt nicht. Wir hoffen, dass er zählt, ja. Aber ist auch geil, weil der Typ hier hat nämlich keine Ahnung. Der hat dann gedacht, das wäre in der S-Klasse der 60er Jahre. Oh, hallo. Hallo. Wir haben nichts zu verzollen. Wir haben nichts zu verzollen. Ja, alles gut. Nichts, okay. Nee. Dann bekommen Sie jetzt hier Ihre Bordkarte. Dankeschön. Dankeschön. Und die Infos zur Begleitung. Dankeschön. Gut. Ja, super. Dann wünsche ich euch eine gute Fahrt. Dankeschön. Okay. Wir haben noch zwei Plätze frei, ne? Ja, und Cabrio. Du musst leider arbeiten. Gut. Ciao. Lustmolch. Was? Drück mal drauf. Wo? Auf Hupe? Naja. Wo drauf? Auf die nochmal Reset, das ist nochmal stimmt. Ach, die 5 Meter, ist doch fucking egal. So Leute, es geht endlich los. Bist du aufgeregt jetzt endlich? Ja, ich muss ja hier alles protokollieren, Leute. Ich filme, ich habe zwei... Ja du, ich muss hier den Kübel in der Hand, in der Spur halten. Hier, das ist im Stand oder schon so ein Lenkspiel hier. Ja? Ist nicht einfach. Darfst du dich blamieren, guck mal, ja vor uns. Und guck mal, die Tanknadel, die tanzt im Stand. Ja. Da, Achtung, da. Alter. Ist das nicht ein geiles Zeichen? Ich würde sagen, nein. Servus, guten Tag. Machen wir gleich mal einen Kickdown. Dann geht die Karre direkt aus. Ja, Aufkleber ist das Coolste. Was soll denn das heißen? Wir sind auch cool. Ja, ciao. Danke, ciao. Jawohl. So, das ist fast Kickdown. So. Jetzt muss ich doch wohin? Kontrollieren. Ja. Wohin? Warte, warte, warte. Ausfahrtwerk, Factory Exit. Also geradeaus. Nee, hier rechts. Ja, Factory Exit, da raus. Ja. Stell dir vor, du fährst direkt falsch. Hier können wir direkt mal rufen. Langsam, 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 langsam. So, rechts. Rechts? Ja. Auf dem Parkplatz? Nee, scheiße. Das ist doch falsch. Ja, ja, dreh. Sorry. Nee, weil du darfst nicht so schnell fahren, ich muss mich erst mal einrufen. Wirklich. Ja, wir sind auf dem Werksgelände. Ja, ja. Jetzt sind wir nee, das Problem ist, es geht schon navigationsmäßig los. Wir sind aus dem Jetzt sind wir die einzigen Ochsen, die ja. falsch gefahren sind. Ja, das ist das Problem. Das ist auch du. Kommt direkt die Werksfeuerwehr. Guck. Ist, ja. Okay. So, sind Sie dabei? Ich bin dabei, jawohl. Jetzt fragen die, was haben die beiden Idioten gemacht? Das fragen die sich jetzt. Weißt du das? So. So, siehst du? Jetzt haben wir nämlich die 53 vor uns. Der folgt dem erstmal, der kennt sich aus. Der navigiert wenigstens. Ich dachte, du bist die. Also ich bin ja nur 5 Meter Mille mitgefahren. Ja? Ja. Aber du bist ja die ganze gefahren. Ja, aber das ist ja schon wieder 10 Jahre her. Ich hätte jetzt aber schon gedacht, das wäre jetzt die Erwartungshaltung gewesen. Ja. Dass, also ganz ehrlich, das war nicht geprobt. Ne? Wenn ihr jetzt glaubt, das ist geprobt, der Herr Kollege ist manchmal so. So, Heide. Da vorne rechts. Ja. Genau, ich muss es dir nämlich auch immer vorher ansagen. Das muss ich jetzt erstmal wieder üben. Hä? Warum fährt der nach links? Nee, es muss nach rechts. Warum fährt da die 38? Warum fährt da noch einer? Warum fährt der links? Eine Umleitung vielleicht? Fahr mal rechts, fahr mal rechts. Wir müssen nach Krötzing. Ach! Nach Krötzing. Wir müssen. Da ist die Pagode. Ja, wir drehen uns wahrscheinlich einmal. Ja, hier vorne kann man ja, glaube ich, drehen. Wir müssen jetzt. Sag mal ganz im Ernst. Lass mich da ist die 38. Nee, ja. Wir sind falsch. Ja. Der fährt nämlich auch gewendet.
Ja, vielleicht ist das hier so gewollt. Shit. Ich sehe nicht, wo ist denn Krotzing? Scheiße, dass wir keinen Navi jetzt haben. Also die 38 fährt da, die Pagode fuhr auf der Nebenstraße. Das heißt, wir müssen jetzt hier wenden, in meinen Augen. Mhm. Erstmal geradeaus, erstmal über die Ampel geradeaus. Wir sind schon über 1 Kilometer, das ist eigentlich scheiße. Da geht's auch nicht nach Krotzing, oder? Steht da irgendwo Krotzing? Nein. Nee. Dann hast du jetzt vielleicht einen illegalen U-Turn. Wir wenden jetzt. Ja. Oh, ein U-Turn. Ist ja auch keiner hinter uns. Da geht's schon los. Ja, aber das Problem, hier auf der Straße war die Pagode irgendwie. Wie kann das denn sein? Warte mal. Da kommt die Pagode schon wieder. Das wird jetzt hier, ne? Weiß ich nicht. Doch, oder? Ja. Wo geht's denn lang? Krötzing ist eigentlich dort, aber... Scheiße. Das ist voll kack, das ist falsch geworden. Ja. Also die 38 fuhr eben euch entgegen. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich drehe mich und fahre über die Bahnkreuzung und dann. Aber wo kommt man denn rüber? Da oben die Brücke. Ja, aber da bist du auf der Schnellstraße. Ja. Ja, also war die Richtung. Ja. Okay. Aber gut, jetzt, also ihr wart auch dabei, nicht nur wir sind ein bisschen verpeilt, auch Ortsansässige. Ja. Jetzt haben wir schon unterhalb. Jetzt ist der Tank schon unterhalb. Also wir haben, glaube ich, einen Tankleck. Jetzt stimmt halt leider gar nichts mehr. Ist es nicht? Nee, hey, weiß ich nicht. Da ist der Käfer. Ah, das ist jetzt ein Bahnübergang, ja. Steht der Bahnübergang? Der Bahnübergang steht hier. Wie kommen wir denn auf die Straße? Wir hätten Richtung Pforzheim fahren müssen. Da ist der Dino. Da ist die 56. Ja, wir fahren jetzt einfach da hinterher, ja. Hier rüber hätten wir fahren können. Nee, hier, Krötzingen, da ist es doch. Langsam, langsam. Ja, wir fahren hier schon Mille, ne? Ja, ja. Ich muss mich erst mal orientieren, wo wir jetzt dann wieder sind. Ach, das war okay, jetzt kommt, kommt die Bahnschranke. Jetzt können wir ja nicht, jetzt flüchtet ja keiner mehr. Okay. Aber eigentlich hätten sie diese Pfeile hier aufgestellt, wenn das jetzt eine Umleitung gewesen wäre. Vielleicht war es aber keine. Ja. Viel schlimmer finde ich, dass die Heizung nicht abstellbar ist. Es wird schön warm. Aber das ist beim Flügeltürer ja noch schlimmer mit diesem Gitterrohrrahmen. Das haben wir ja in einem Video gezeigt. Das ist, der heizt ja durch den Gitterrohrrahmen. So, jetzt haben wir natürlich die 56 vor uns, die 53 vor uns, die 50 hinter uns. Also ihr seht, die Strecke ist 2,3 Kilometer alt und nichts funktioniert. Aber bei allen. Ja, es hat wohl irgendwelche Streckenänderungen noch gegeben und das hat uns jetzt ein bisschen gekillt. Und das Schlimme ist, jetzt sind ja hier überall diese Zahlen und die stimmen jetzt alle nicht mehr, die Distanzen. Jetzt muss der Navigator wahrscheinlich nach Gestirn, muss ich jetzt hier. Oh Mann, ey. Endlich normale Leute. Krass, die machen schon ihre Maschinen aus, wegen Kraftstoff. Start-Stopp-Manual. Ja, du musst auch auf der Tankstelle achten, dann müssen wir gleich mal unseren ersten Stopp einbauen. Also ich weiß nur, dass beim Gasgeben die Nadel mittlerweile auf das erste Kästchen fällt. Ich habe keine Ahnung, wenn der wirklich 30 Liter verbraucht, dann wäre das echt dramatisch. Ja. Der W108 vom Museum hat auf der Autobahn 17 gebraucht. Und der hatte es vor mir gefahren, nachts nahm Gotthard und hatte im linken Auspuffrohr blaue Glühzündungen, weil die eine Vergaserstufe auf Volllast klemmte. Da lief der Sprit nur so durch. Krass. Warum muss der jetzt hier Fahrrad fahren? Geil, aber alle blinken vorschriftsgemäß. Hinter mir, vor mir, ich. Herrlich. Vielleicht muss der Dino ja auch irgendwann tanken. Dino ist ja schon ein schönes Auto. Das ist das Bildschirm. Ja. Vor uns, das, also das zweite Auto vor uns, ist das älteste im Starterfeld. Da wissen wir jetzt gar nicht, wie alt der ist, aber der scheint, ja, 30er Jahre, ne? Späte 30er. Ja. Genau, hier geht es nach Krötzingen. Ah, wir hätten da oben fahren sollen, weil da war eben so ein Schild, wo LKW links verboten. Hier ist Krötzingen. So, jetzt, jetzt haben wir die Seite 1 abgehakt. Ja, jetzt haben wir 3,7 gefahren. Ja. 3,7. Ja, ja, und wir haben, gute. Ja, 700 falsch. Okay, 700 falsch, gut. Genau, anscheinend. So, jetzt haben wir die Bahnstrecke, genau, jetzt müssen wir gleich, na, 700 Metern. Ja gut, das sind ja jetzt alle 100 Autos vor uns. Das heißt, ja, 700 Metern seit dem Ortsschild müssen wir links fahren. Jetzt die Bahn rechts von uns. Ja, ja, wir müssen jetzt gleich links fahren, wo es nach Pforzheim gleich geht. Okay. Dann habe ich auch gleich wieder einen Kilometer.
Und dann versuche ich es umzurechnen. Ja. Warst du gut im Rechnen in der Schule? Nein. 0 Punkte in Mathe. Ja, das ist doch perfekt. Also, wenn ihr mal einen Rallye-Beifahrer braucht, ihr könnt dem Herrn Schlörp Anfragen schicken. Ja. Beste, wie man neudeutsch sagt. Bester Mann. So, jetzt war am Bahnhof Krötzingen. So, genau, Bahnhof. Ich war noch nie in meinem Leben in Krötzingen. Schön ist ja, dass die durch diese steil stehende Scheibe stört dich die Sonne gar nicht. Du brauchst gar keine Sonnenblende. Wie im Bus, wie im Omnibus. Sind wir natürlich nicht den Fehler machen, dass jetzt jeder verlässt sich auf den allerersten und der allererste ist unter Umständen vielleicht auch überfordert. Ja, doch, hier müssen wir links. Stimmt. Jawohl. 4,4. Okay, wir haben eine Abweichung von 1,5. Wow. Wieso kann das denn am Schild 800 gewesen sein? Das war ja auch dann falsch. So, dann müssen wir jetzt in 200 Metern im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt, also links rüber. Es gibt gleich einen Kreisverkehr, wir müssen links rüber. Das ist, glaube ich, der Kreisverkehr. Ja. Ja, ja, genau. Und wir müssen uns mal an die... Bergauf geht die Nadel bis auf R. Scheiße. Denk an die Landmarks, die wir sehen müssen. Auch. Ja, ja. Ja, ich hoff's. Ja, ich hoffe, dass die chronologisch sind, weil dann kommt ja erstmal irgendeine komische Pinte. Ja. Reinhards. So. Wir grooven uns ein. Yes. Also sehr spannend, das finde ich immer schon mit den alten Autos. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, weil ich bin zwar alte Autos gewohnt, aber nicht uralte. Die haben immer unten links, wo man normalerweise als Automatikfahrer den Fuß abstellt, haben die ihren Abblendlichtschalter. Also Fernlicht macht man mit dem Fuß. Ja. Und da kann ich meinen Schuh aber gar nicht hinstellen, weil dann steht der Schuh auf dem Knopf andauernd. Ja, das ist... Der kann links nicht bequem hingestellt werden, das ist ganz merkwürdig. Mich wundert nur, ob ich irgendwie eine schlechte Sitzgewohnheit habe im Vergleich zum Herrn Nallinger oder ob der Herr Nallinger einfach kleiner war. Weil der Herr Nallinger war damals ja der Entwicklungsvorstand, wenn man so möchte. Der Generaldirektor der Daimler-Benz-Entwicklung. So, wo ist Ortsausgangsschild? Hier ist es. Krötzingen 5,4. Okay, wir haben immer noch eine Abweichung von 1,4 Kilometer. Das wird schon wieder weniger. Ja, das liegt wahrscheinlich am Tank. So. Jetzt ist der Tank wieder voll geworden. Jetzt fahren wir hier. Genau. Der Tank ist wieder voll. Der rekuperiert. Der rekuperiert super plus. Also der Außenspiegel, den brauche ich überhaupt nicht, ne? Weil der ist so weit hinten, da kann ich gar nicht reingucken. Das ist total bescheuert. So, unfassbar. Jetzt fahren wir gleich nach Berghausen. Aber daran siehst du, wie bequem man früher gefahren ist, ne? Dass man da easy nach links gucken konnte. Vorher war einfach keiner. Ja. Oh, hier ist Diesel. Wir müssen ja wahrscheinlich, ist er Super oder Super Plus? Nein, einfach Super für E5. Oder Super Plus können wir auch machen. Deswegen ist auch spannend, man kann mit alten Autos heute nicht mehr tanken, weil du kriegst wegen den Plastikwerbung, kommst du hier gar nicht richtig in den Stutzen. Ja, und es wird dann gleich definitiv hier ein Schwall rauskommen und das ist normal. Das hat man früher so gemacht. Ist doch ein Diesel, ne? Ja, weil Fehlbetankungsschutz gibt es ja nicht, ne? Nee. Stehkragen voll, ne? Da mach ich nicht zu, sonst schwappt's raus. Da, guck mal hier. Da läuft die Plurador. Das Schöne ist ja, der Tank, der liegt unterm Kofferraum, in der Knauschzone. Deswegen kannst du den richtig randvoll machen. Ja, du kannst beim Ding bezahlen gehen. Gut. So, jetzt hätten wir lang genug gewartet, hätte der alte Mann unsere Säule bezahlt. Er hat sich nämlich die Zahl falsch gemerkt. Der war leider hinter mir. Ja, der war leider hinter mir dran. Und hat ihm gesagt, der junge Herr hat schon bezahlt. Und er so, hüss. Das kann nicht sein. Da haben wir aber eigentlich nicht viel getankt, oder? Wie viel waren das? Also jetzt ist der voll. Wie viele Liter waren das? War nicht viel. 45? Okay. Also da waren 20 vielleicht dann drin. Dann hat er, genau, dann hat er nur einen 60-Liter-Tank oder was? Ja. Ja. Das war auch der richtige Sprit anscheinend. Ja, es ist super, E5. Ja. So, wir müssen jetzt müssen wir aufpassen, wir haben ja keinen vor uns. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, wo der erste Wegpunkt ist. An der Ampel müssen wir links in... Boah, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ach so, 500 Meter, also 300 Meter noch vielleicht.
Ja, da ist das Schild, Richtung Heilbronn. Da muss ein gelbes Schild kommen Richtung Heilbronn. Ja, ja, du musst da ab. Das sollten wir ja hoffentlich zu zweit finden. Ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Und wenn nicht, dann warten wir auf die Pagode, auf den Ponton. Fahren Sie ruhig vor. Ja, ja. Ich habe ja dafür Ihre Spritrechnung übernommen. Ja, genau. Schon schön, so ein SLC. Ja. Was halt geil ist, du kannst, früher saß man halt so. So saß man halt. Ja. Das geht heute nicht mehr. Dann hast du aber auch, der halbe Körper hängt so aus dem Auto raus. Ja. Ja. Dann hängst du halt so da. Und da du halt keinen Turbo hast, passiert hier beim Anfahren halt nicht viel. Nee. Das man leider, das meinte ich schon mal in irgendeinem Video. Atmet erst mal ein. Ja, man ist da halt völlig verseucht. Wobei natürlich der schon ordentlich anfährt. Scheiße, ich filme. Wie mit der anderen Kamera. Jetzt rastet er aus. Jetzt, der Bauer rastet jetzt aus. Wer ist das? Ich lamm euch. Salz, ihr Deckung. Ja, wer hat so eine Dusche von meinem Fahrzeug oder von der Familie, dass wir keinen Wegfahrer werden? Wie kommen da so? Nach 100? Ja. Ja, so sieht's aus. Wie viele kommen denn noch? Ein paar hundert? Ja, so sieht's aus. Stehen schon 10 Autos. Du kannst nicht ausweichen. Wir sind nur bei 200 noch vorbei. Ich sag grüß Gott. Ja. Grüß Gott! Scheiße. Oh, den hat auch hingemault. Wer hat denn das genehmigt? Schön wäre, wenn wir der gewesen wären, oder? Ja. Hat der uns angeguckt, als hätte ein Blick, oh, jetzt macht er hinter, hat er die Bahn dicht. Bleibt er einfach stehen. Die hinteren sind uns blockiert. Wir haben das schön gewonnen. Es gab noch überhaupt keine Umleitung. So, und jetzt? Jetzt müssen wir da oben, an der Vorfahrt müssen wir links. Links? Ja, oben. Da oben, wo die Vorfahrt ist. Ja, okay. Wer hat denn das genehmigt? Wahrscheinlich Ihr Schwiegersohn. Ja, dem werde ich was erzählen. Versucht nicht, dass er jetzt zurückrollt. Ja, das Problem ist, wenn ich keinen Schwung hole, komme ich hier nicht hoch. Ne? Das weißt du schon, ne? Hier ist frei. Boah, merkst du das? Das ist nicht Vollgas, aber schon... So, 500 Meter wieder. Vorfahrt müssen wir rechts. Fahr! Ja, so macht man doch, ne? Ja. Im R4 hat das meine Mutter immer gemacht, wenn sie einen holen wollte. Wie viel PS hat der? 120, glaube ich, ungefähr. Ja, eigentlich nicht schlecht. Ne? Es gibt ja hier einen Gokomobil mit 19 dicker, PS. Und es ist ein dicker Sechstel, ne? Ja. Und so schwer ist der Wagen jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist einfach völlig verstellt. Ja, der hat vielleicht auch ein bisschen Leistung verloren. Guck mal, der hat ja, du hast ja gesagt, der hat eine Verlustschmierung. Ja, das war ein Joke für die Kamera. Ja, ja, hat er wirklich, wie mein Blauer früher. Aber ich glaube, es waren keine Tropfen auf dem Boden. Also der tropft jetzt nicht so wirklich. Der nebelt halt. Der verbrennt halt, ja. Ja, ich sag mal so, der Wagen ist nicht restauriert, ja? Nee, weiter. Müsste noch eine Vorfahrtsabbiegung geben. Boah, ist der langsam. Aber guck mal, wie schön das hier ist. Ja, mir ist der Wagen aber leider ein bisschen zu langsam. Ich bin, den C43 gewohnt. Nee, aber 300 SE hätte schon sein dürfen. Hätte sein können. Du hast ja das richtige Baujahr. Nee, hier so ein altes Ding. Ja. Kannst du nicht mit einem 89er-Jahre-Auto hier mitfahren. Safety Car ist draußen. Ja. Oh, hier ist irgendwas. Was ist denn hier? Ah, wir kriegen einen Stempel. Ja, wo ist das Roadbook? Hier. Das Dingsboard-Buchkarte. Ja. Geil, der Ilte sind also nur Oldtimer. Washback Classic. Unser erster Stempel, das ist jetzt unsere Bordkarte, damit wir hier nicht heimlich Abkürzungen machen, muss man überall stempeln lassen. Ah, die beschweren sich jetzt wegen dem Farmer. Connection lost. Ach Gott, hier ist wieder keine Connection. Ich krieg's. Hallo.
Wir werden fotografiert. Von wem? Ach so. Hallo. Mach's einfach auf der Haube, Mädchen. Das haben sie bei der Mille immer gemacht. Das ja, nichts an. Der Bulle total ekstasisch und dann haut die auf den Gullwing auf den Kotflügel. Danke. Tschüss. Ade. Adele. Auch eine richtige Mädchenhupe, ne? Ist auch ein Horn kaputt, oder? Der müsste nochmal lauter sein, glaube ich. Manche hat das gleiche gemacht wie ich, der hat Vogeltränken eingebaut. Ja. Aber falsch rum. Ja. Damit die schön voll laufen. Links oder rechts? Müssen nach links, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Gott, rechts ist da, wo der Daumen links ja. ist. Ja, rechts. Siehst du dem aus Problem? Rechts. Rechts. Ja, ich navigiere jetzt für dich. Da kommt einer. Pass auf, wie die hier angeschossen kommt. Also aus Sicht der 60er Jahre. Aus Sicht der 60er Jahre kommt einem das zu Hause plötzlich. Da wäre jetzt nochmal der Blackbird gekommen mit 120 und wäre ausgerastet. So, jetzt haben wir etwas mehr als 3 Kilometer Ruhe. Da müssen wir an der T-Kreuzung wieder 23,3. In der Boxberg-Klassikstrecke wurden in letzter Zeit vermehrt Fälle von Schweinegrippe bei Wildschweinen gemeldet. Sie wurden als Hilfsförster ausgewählt und erhalten eine Impfpistole sowie den Auftrag, sobald sie ein Wildschwein entlang der Strecke sehen, den Impfstoff auf das Schwein abzufeuern, um die weitere Ausbreitung einzudämmen. Dabei gilt es, schnell zu sein. Ablauf. Der Beifahrer nimmt die Impfpistole am Start entgegen. Jede Pistole enthält 2 Schuss. Sie können entweder am Start einen Probeschuss abfeuern oder ihn sich aufsparen. Entlang der Strecke steht ein Wildschwein, das Sie aus dem fahrenden Auto heraus treffen müssen. Stehenbleiben zur Schussabgabe ist nicht zulässig. Mit Überqueren der Startlinie startet die Zeitmessung. Die Zeitnahme stoppt, wenn das Fahrzeug mit der Vorderachse die Ziellinie überquert hat. Sie haben für das Durchfahren der gesamten Strecke 20 Sekunden Zeit. Hier steht Start. Ich muss jetzt schießen, das wird jetzt gefährlich. Oh, da ist es schon. Jetzt triffst du doch mal vorbeirollen. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie mit so einem Ding geschossen. So, jetzt. So. Du musst es einfach nur treffen, es muss nicht umfallen. So, nicht so schnell, langsam, langsam. Oh, nachladen! Ja! Also, wegen den 20 Sekunden? Waren die 20 Sekunden schon vorbei? Das ist schon riesig, ein Vogel. Wo müssen wir jetzt die Wumme ab? Ja, bei der Dame von eben wahrscheinlich da. Hier ist eine Drohne. Das Footage hätte ich gern. Das ist der beste Drehzahlbereich, ne? Da klingt ja. Der schön. Ich fand eigentlich die Bremsung ganz gut eben. Ja, wir haben gerade eine Vollbremsung gehabt, da habe ich zu spät angesagt. Das war, ja, das war so, nicht dabei. Wir fuhren, guckten geradeaus, da links, rum. Und das war wie in diesen alten ABS-Vergleichsvideos. Unser ohne ABS, komplett so aus der Spur. Auch ein bisschen nach Gummi. Also das war eine starke Bremsung und kurzzeitig hat der Reifen die Haftung verloren. Dann blockieren die halt direkt. Bremse gelöst, Lenkung eingeschlagen, Heck abgefangen und ab in den Bauernhof. Was eine geile Landschaft. Ja. Wo ist der Mini? Ich hoffe, wir sind noch richtig. Hier, ja, wir haben erst den 16,8, müssen wir nach links hinten abknicken. Da ist der Mini. Wenn jetzt gleich wieder so ein wild gewordener Angry Farmer kommt. Ja. Ja, wer hat das erlaubt? Ja, kommen da jetzt noch 100. 16,8? Haben wir noch nicht. Wir fahren alle geradeaus. Ja, also bei dir müsste es dann, da müsste 17 16, bei uns 6. Da ist auch goldig mit den Kindern hinten drin, wie das aussieht. Vielleicht könnt ihr das jetzt sehen. Da sitzen 4 Personen drin in diesem Auto. Das Auto ist so groß wie der Handschuhkasten. Das sind keine Kinder, die hinten drin sitzen. Sondern das sind sich bewegende... Nee, das sind ältere Menschen. Echt? Ja, du glaubst nicht, dass ein Kind weiße Haare hat. Nee, das ist doch so ein Puschel auf der Mütze. So eine Puschelmütze. Das ist ein Stirnband, hätte ich mal gesagt. Nee, das sind Haare. Nein. Das sind diese beiden Mädels, die doch gestern jemand auch gesehen. Also rechts eben, die Person, die sich umgedreht hat, sah sehr alt aus. Echt? Ja. Aber gestern nur der... Ja, ich weiß. Da waren doch so 2 Mädels. Würden wir jetzt darauf achten. Ich persönlich würde es wetten, dass die beiden hinteren Personen erwachsene Frauen sind. Echt? Ja. Ich glaube, das ist so ein Puschel. Weil der Mini ist schon riesig innen drin. Wenn du 1,60 bist, kannst du da hinten super sitzen, glaube ich.
was man von außen nie denken würde, weil da passt dann nicht mal eine Kiste Bier in den Kofferraum. So, jetzt müssen wir bei einem Schild, also bei 17 Kilometer, jetzt müssen wir nach links abbiegen. Jetzt achte mal drauf. Jetzt pass mal auf. Jetzt achte mal drauf, dass das erwachsene Frauen sind. Ja, geht so. So ganz erwachsen ja, sind nicht. Gut, doch nicht. Das Kind. Das ja, freut ihn jetzt. Ja. Er wollte nämlich gucken, ob wir zurücksetzen müssen. Ja, also kennst du dich mit Puschelmützen besser aus? So, das ist anscheinend das Batzenhof. Genau. Das ist Zeichnung. Ja. Aha. Genau, langsam, mit den betenden langsam. Frauen. Was steht da? Langsam. Bis wann unterhielt das Anwesen, dessen Wand mit da diesem steht's. Bild verziert ist, da ein steht's. Gasthaus? 1556. Lass mich kurz bitte aufschreiben, weil ich muss erst gucken, ob wir richtig fahren. Stopp bitte ja, kurz. Wir können ich so weiß fahren. Die Zahlen nicht mehr. 1556? Okay. Ja, nur lass, warte doch mal, weil ich muss erst wieder auf das Schild gucken. Ja, aber da vorne sind auch Autos und ja, hier ist auch ein Auto. Ja, ich will doch erst mal navigieren. Ja, ich kann ja nicht anhalten deswegen. Wenn keiner hinter uns ist? Doch, es sind aber Autos hinter uns. Ja, aber wir sind ja Oldtimer-Rallye. So Ortsanfang ohne Schild, das müsste es dann sein. Hier stehen ja auch 1000 Schaulustige, das wird schon hier richtig sein. Don't panic. Sehr schön. Nee, weil bei mir ist es einfach so, wenn ich das nicht abhaken kann. Ich muss in meinem Job muss ich 5 Sachen parallel auffassen, aufschreiben, klicken, ja, verwenden. Das ist normal. Das ist für mich alles kein Stress. Ich kann die Zahl jetzt noch sagen. So, ja, es gibt keine Navigations. Folgt dem einfach. Ja, ja. Es gibt 3 Kilometer lang nichts, was wir beachten müssen. Aber wir können natürlich ja, gut, wieder die Straße, mal an den Landmarks gucken. Ja, die Straße, die knickt halt auch. Die hat einen schönen Klang. Ja. Jetzt bei Durlach sind wir gerade. Aber für das Auto hier brauchst du keinen Führerschein, hier brauchst du ein Bootspatent. Weil du fährst nicht, sondern du dirigierst so grob. Ich brauche Schwimmflügel, damit ich nicht an dich stoße. Ja, ich will nur am Triumph dranbleiben. Ja, das kannst du eh vergessen. Also gut, der fährt ja noch zivilisiert. Also in Kurven, ja. Ich hatte damals das Problem bei der Heidelberg Historik, bin ich als Begleitfahrzeug mit meinem Smart Roadster gefahren, okay. Brabus, ja. Und wurde von so einem Ding versägt. Also, aber ich glaube, es war ein neuerer TR7. Das Beiboot hieß der, ja? Den bin ich ja einmal gefahren in Köln, dicht zum Bankomaten damals, wenn du dich erinnerst. Du warst mit dem Ding einmal in Köln. Ja. Genau. Der hat doch einen BMW Matt Sonderlack, ne? Ja, ja. Mojave Braun. Geil, das ist eine geile Farbe. Da. Nein, sind heute noch 19 Stück nur noch vorhanden. Und das ist Originalzustand, ein Auto, das bei einem Pfarrer im Einsatz war. Und deswegen ist er schwarz. Dann haben wir als nächstes Fahrzeug mit der Nummer 52 hier den Mercedes als Cabriolet. Noch haben sie das Verdeck nicht aufgemacht. Richtig. Das waren sie aber wahrscheinlich nachher noch. Johannes Schlörp und Marc Christiansen mit einem Cabrio von 1963. Wir haben die Oldtimer durchfahren und nochmal Triumph TR3A. Dein Name wurde vorgelesen und du hast keinen Lachanfall bekommen. Ja, genau. Jetzt kommt er. Die 747 auf dem Opel. Ist aber leider kein Lotus Omega wegen dieses Flügels, das dezent. Nee, aber ist schon geil. Der hat auch vorne gelbe Nebellampen. Und er ist 100.000 gelaufen. Also das ist ein echter, guck mal, wie schön das hier aussieht noch da. Also sowas gibt es bei uns ja alles nicht mehr. Es gibt ja gar keine. Und hier, das war ja früher ganz schick, das hat der Audi erfunden, diese gepunkteten, rahmenlosen Seitenscheiben, die dann so hier drin laufen, so eine Schiene. Das ist schon interessant. Also hier ein 123er Land. Die entsprechende Schraube. Raussuchen, die Mutter dazu, draufdrehen, dass ein bisschen übersteht und dann rumdrehen und in die entsprechende Größe abstecken.
hier. Mhm. So, es gibt einen Versuch, wenn abgesteckt ist, dann ist rum. Mhm. Ne? Und wir vergleichen dann Ist zu Soll. Mhm. Dann gibt es dann entsprechend Punkte, wenn es Abweichung gibt, und das Ganze in 30 Sekunden. Gut. Guck mal. Wenn der Würfel läuft, dann ja. Zeit, nehmen wir die Zeit. MC. Das ist easy going, würde ich sagen. Nebelbass. Ja, einwandfrei. Ne? Null Punkte vorne. 52. 52. Ah, genau. Null Punkte. Null Punkte ist mit positiv für die Kamera. Ja, genau. So, jetzt haben wir unsere Mittagspause hinter uns. War lecker, schön Currywurst gegessen. Schön Currywurst. Eine Wertungsprüfung. Der Wagen gemacht. Sprang problemlos wieder an. Ja. Genau, Wertungsprüfung, sehr wichtig. Man musste würfeln und dann gab es einen Würfel für Techniker mit M3, M4, M6, M8, M10, also den Ratsch, den Gewindegrößen, den Radschrauben oder Schrauben und Muttern. Weil M6 ist ja vor uns. Genau, zum Glück habe ich M10 gewürfelt und da lag logischerweise dann die größte Mutter, größte Schraube. Das war eine Sache von, glaube ich, 10 Sekunden war das Ding gegessen und 30 hätten wir gehabt. 30 Sekunden. Also kritisch wäre M3, M4 gewesen, weil die sind halt schon sehr tiny und die beiden dann zu unterscheiden. Das wäre dann unter Umständen schon schwieriger gewesen. Da hätte man wahrscheinlich zwei Anläufe gebraucht. Ja. Wer jetzt denkt, dass das schwierig ist, die Eselsbrücke, meine, die mir geholfen hat, war eigentlich die Radschraubendiskussion. Jeder, der ein altes und neues Auto hat, weiß, dass früher die Autos M12 hatten und heute haben Autos M14. Da kann man so ein bisschen grob einordnen. Oder auch Zündkerzengewinde sind ja auch oft M12, M14, M16, glaube ich sogar. Genau. Ja, und hinter uns, wie man sieht, stehen einige Fahrzeuge. Ja, genau, die hatten jetzt alle Mittag gegessen. Es ist ein bisschen ungeordnet, wie wir hier rausfahren. Also nicht mehr in der Reihenfolge, Gott sei Dank. Ja, ist eigentlich besser, genau. Morgen früh dann wieder wahrscheinlich nach Startnummern. Hier rechts kannst du gleich nochmal auf den Würfelstand würfeln, weil man sieht, dass nicht jeder so schnell ist. Ja. Irgendwie. Was hat der arme Kollege da auch M3 gerade gewürfelt oder M4? Wobei M3 ja auch wieder einfach wäre. Und vor uns ist ein M6, passend zur Schraubendiskussion. Genau. Jetzt werden wir gleich nochmal angekündigt. Mal gebaut vor uns. Den wir jetzt hier bewundern dürfen. Ja, das ist eine echte Rarität. Ein echter Hit. Roll mal hier durch. Heike und Jürgen Heimann. Dahinter das schöne Mercedes SE Cabriolet aus dem Raum Böbling mit der Startnummer 52. Und da haben wir hier den Wagen von Johannes Schlörp und Marc Christiansen aus dem Jahr 1963 in dem typischen Rot Metallic, was damals so beliebt war. Das ist vielleicht das schönste Cabrio aller Zeiten, der 111er Mercedes mit der schönen Sechszylindermaschine. So. Guck mal, die V-Klasse wurde nicht extra. Doch, einer unserer Orga. Ja, ja, das ist schade. Dass da keine Story dazu gab. Gibt's ja auch Storys. Am Steuer der so, Urenkel jetzt. Von Herrn Bosch. Guck mal hier, die Kiddies. Sollen wir den jetzt überholen? Die Kiddies. Ne? Ja, warte erst mal, die haben jetzt. Die fahren wahrscheinlich gar nicht weiter. Da schleiche ich mal ganz langsam vorbei. Er wird ja eigentlich Anweisungen haben, dass er wartet. Da ist gar keiner drin. Was ist denn? Hätten wir lange warten können. Ich glaube, rechts ist eine Birne kaputt. Hätten wir direkt mal hier tauschen lassen können. Was hier alles geboten wird, Kletterturm. Ja, das ist schon krass. Ja, ist halt standortfest, 40 Jahre hier Karlsruhe. 50 Jahre. Soll ich nochmal hier rechts fahren? Nein. Ciao. So, jetzt fahren wir geradeaus, weil der BMW fuhr geradeaus. Wir fahren da null, hast du genullt, null. Wir hätten, glaube ich, hier nach rechts gemusst. Kann nicht sein. Der BMW fuhr geradeaus. Wir sollten hier nach rechts fahren. Nach 380 Metern. Ja, okay. Siehst du? Gut, hast recht. Kann das müssen wir überprüfen. Das ist heute Morgen auch ein Fehler gewesen. Das kann vielleicht. Sein. Genau. Ja. Das kann gewesen sein. Oh, die neue A-Klasse. Ja. Wir fahren schon einige jetzt rum. Schon einige heute gesehen. So, jetzt fahren wir nach Karlsruhe rein. Also langsam ist der Motor eingefahren jetzt. Ich glaube, es geht ihm besser jetzt. Meinst du? Ich glaube schon, er ist dankbar. Er weiß, was für Omis den vorher gefahren sind. Und dann auch immer nur so Stop and Go. Vielleicht vor der Messehalle auf und ab. Ja, aber der muss mal eingestellt werden. Also der Steuerdruckzug, wenn der sowas hat, der ist quasi nicht vorhanden. Also die Automatik reagiert aufs Gas fast gar nicht.
Ja. Das ist halt schade, weil normal kannst du eine Mercedes-Automatik richtig mit dem Fuß schön steuern und eventuell hängt dir die ganze Zeit die Warmlaufregelung fest. Ne? Jetzt sind wir schon in Karlsruhe. Kannst du gerade ausfahren an der Ampel? Eigentlich müssen wir uns jetzt auch nochmal so einen Logan kaufen. Weil? Weil man den in 20 Jahren oder 40 Jahren kannst du wie so ein Gokomobil auf solchen Rallyes fahren. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das aber auch eines der wenigen Autos, was wirklich die nächsten 30 Jahre hält. Ja. Weil der einfach keine Technik hat. Null. Oh, der Himmel wie gemalt. Ja. Wie in der Aral-Werbung. Hoffentlich kriegst du dafür was. Rabatt bei deiner Stammtankstelle. Ja. In letzter Zeit muss ich immer bei Shell tanken, weil die mein Motoröl haben, was ich leider fast noch öfter nachkippen muss als tanken. Was haben die? Die haben das Motoröl, was ich nicht habe. Oh, da oben ist vorne ist ja auch ein Opel Monza. Kennst du den noch? Den habe ich im Stand schon gesehen. Ja. Ich wusste übrigens gar nicht, dass der als sozusagen Oberklasse gilt. Doch, du klar, das ist der Senator Coupé. Ja. Das ist quasi, ist das ja eigentlich so ein Ding zwischen S-Klasse Coupé und E-Klasse Coupé. Ja, aber der ist aus dieser Zeit, wo man Opel eigentlich so nicht mehr angesehen hat. Das meine ich. Also das ist aus meiner frühen Kindheit. Das letzte Mal, dass Opel noch mitgespielt hat in der Liga, danach war er auch vorbei. Ja. Also ich habe den so nie. Aber den gab es ja innen drin, ganz evolutionär, mit einem voll digitalen LCD-Tachometer. Krass. Wahnsinn. Da müssen wir mal ein Bild raussuchen. Waren die da schon GM damals auch? Ja, ja. GM sind die doch, glaube ich, seit den späten 60ern. Ja, okay. Überleg mal, die CAD, den wir hatten, diesen KAD-Opel, die sind ja schon halbe US-Autos. Ich glaube, GM ist seit Anfang 60er, Mitte 60er bei Opel. Oder sogar noch früher. Hört sich schon geil an. Das ist aber der Voreiner, das ist nicht der M6. Ja. Ja, ja. Das ist ein älteres Auto. Ja gut, der hört sich eigentlich auch nicht mit dem V8 an. Ja. Das ist ja kein V8. Nee. Der Mustang da vorne, das ist der Soundgeber. Ja, ja. Das ist auch geil, das Ding. Das ist so ein Ralf-Becker-Auto. Ja. Ja, aber der fährt ja lieber Fahrrad, das ist das Problem. Ja gut, jetzt ist es easy, jetzt können wir uns an den Autos orientieren, finde ich. Weil wenn 10 Wagen fahren, nicht falsch. Doch, weil sich nämlich alle auf den jeweiligen Vordermann verlassen. Das gibt es wirklich. Ja, ich weiß. Oh, Durchfahrtskontrolle ist hier für Stempel. Nämlich wichtig hier, Stempelkärtle. Hat nämlich noch hier unten 6 Kästchen. Wenn da eins fehlt, dann war alles umsonst. Ja, dann war alles für die Katz. Und das Schlimme ist, dann muss man die ganze Strecke im Rückwärtsgang so zurückfahren. Nackt. Du nackt, ich nur rückwärts. So, warte, willkommen. Hallo. Jawoll. Komm ich auf euer Video. Tschüss. Danke. Dauert aber noch eine Weile. Ciao. 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 Danke! Nee, wir müssen uns nämlich gerade mal Treibstoff holen für die Fahrer und Beifahrer. Ja, also versuchen wir ja so normalerweise mit jedem Testfahrzeug durch den McDonald's zu fahren. Genau, wir müssen ja auch wissen. Zumindest in jedem Fahrzeug der S-Klasse. Ja, hält er durch, kommt er hier gut an, werden wir besonders bedient, weil wir honorige Leute sind. Wie reicht sich so eine Cappuccino hier durch, so an dem Ausflug genau, vorbei? Genau, genau. Ist das Start-Stopp-System des Motors aktiv, nicht aktiv? Hier ist es gerade noch nicht aktiv. Aber ich glaube, die Warnlampe ist auch nicht grün, ne? Ja, der Startstopp ist noch nicht aktiv bei dem Auto. Ja. Genau. Lenkrad. Das dauert noch 40, 50 Jahre, glaube ich, bis das aktiv wird. Aber hier, ja. Zigarrenanzünder. Ja, genau. Müsste eigentlich so auch in der Betriebsanleitung stehen, wie beim 126, wo es keine Zigarrenanzünder gibt. Das Schöne ist, wenn wir die Karre hier weiterlaufen lassen, geht hier gleich die Warnlampe an, Motoren aus, Vergiftungsgefahr, ja. Wie im Parkhaus. Ja. Aber am geilsten ist echt dieser Außenspiegel. Ja, der geht gar nicht, weil der das vorne. Der hier auf den Schaden guckt, der hat eine Beule. Ja. Also der ist insgesamt ein bisschen schief. Dann wackelt er minimal und wenn du so drin sitzt, musst du so machen, und? Um da reinzugucken und kannst gar nicht mehr, das ist also... Nee, du musst die Vorinsassen. Weil der kann nicht hier sitzen, wegen hier. Ja. Da würde er gegenkommen. Packaging würde man heute sagen. Ja, genau.
also Bauraum-Clash. Und deswegen, witzigerweise, hatten die ganz frühen Heckflossen Limousinen. Ich glaube, nur ein Jahr den Spiegel da auf dem Kotflügel. Ja. Da hast du ihn da gesehen. Finde ich viel schöner, warum er dahin gewandert ist. Ja. Wahrscheinlich, weil er hier besser einstellbar ist. Da kann man den gar nicht einstellen, wenn man drin sitzt. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, wir machen den dahin. Also, I don't know. Ja, leider ja. Können wir Herrn Uhlenhaut nicht fragen, was er sich dabei gedacht hat. Tja. Weil die spannendste Frage ist ja immer die, was haben sie sich denn dabei gedacht? Ja. Hallo. Ohne Zucker, ne? Ja, genau. Das Leben ist so süß. Kein Tag ohne Spruch. Kannst du mal einen Kalender rausgeben? Hab ich, mach ich vielleicht schon. Ja. Super, danke. Ciao. Dankeschön. Nee, ciao gibt es schon keins mehr für den Höhenspruch. So. Das Schöne ist ja, das ist keine Zeit-Rallye, sondern eine Spaß- und Ankommen-Rallye. Deswegen ist immer okay, wenn man sich mal kurz verpflegen will. Hinter uns ein grüner Käfer, vor uns ein gelber Käfer. Ja. Dann kommst du natürlich schon herrschaftlich vor in dem Auto, ne? Ja. Den du von Kontrast hast. Ist eigentlich auch witzig, so einen echten deutschen Wolfsburger Käfer noch zu haben, oder? Schon cool. Woran erkennt man, dass das ein Wolfsburger ist und kein Mexikaner? Ich glaube, der Fachmann erkennt das schon. Also du wüsstest jetzt nichts, was jetzt da... Also ob der jetzt speziell einer ist oder nicht, oder... Ich glaube, so im Fahren, so von hinten kann man das schwer erkennen. Ja gut, die späteren haben nur ein Auspuffrohr, weil die einen neueren Motor bekommen haben. Unter Umständen auch haben die schwarz lackierte Stoßstangen gehabt in Mexiko. Ich würde jetzt mal sagen, das sind Deutsche. Aber so ad hoc, ich bin nicht drin. Innen drin erkennst du es sofort am Lenkrad. Ja. Oh, 126er. Da kommt die Rheinfähre. Auch mit H-Kennzeichen. Guck meine Kennzeichen, meine Initialen. 560 mit H-Kennzeichen. Was? Geil. Was für eine geile Farbe war das? Ja, warte, ich wusste mal, wie die hieß. Scheiße. Das war nicht Bonit. Bisonbraun, kann das sein? Ja, das könnte fast sein, genau. Geil, mit H-Kennzeichen. Ja. Siehst du mal, wie alt wir sind. Ja, vielleicht hole ich mir doch eins einfach. Das ist ja wirklich als Oldtimer mal durchgeht endlich. Optisch. Weil viele denken immer noch, sehr hier alte Bonzenschleuder. Nee, das ist ein Oldtimer und eine alte Bonzenschleuder. Hier, mein Jahrgang. Ja? Einer der letzten, genau. Hier, da unten kam man. Krasse Farbe, oder? Muss mal raufleuchten. Ja, ja. Die Sonne, das spiegelt gerade mega schön. So ein Bronze-Gold. Ja. Hoffentlich bringt das Glück heute Abend mit dem Ding. Vor 4 Jahren hat es geklappt. Ja? Ja! Top. Der Park. Jetzt drückt sich das ganze Boot hoch wegen der Rampe. Ja.
So, ich kann ja kurz verlesen, was gemacht wird. Wird uns hinter die Autos stellen wahrscheinlich. Ja, ja. Da jetzt ihm. Erklärt. Hallo. Kleinwagen sind hier immer sehr gut gefragt bei dieser Wertungsprüfung. Haben wir extra mitgebracht? Ja, das ist gut, das hat der prima gemacht. Ja. Über die Platte hinwegfahren, also die Platte genau mittig und das Auto nehmen, drüber hinwegfahren und so stehen bleiben, dass das Fahrzeugheck genau über dem Rechteck zu liegen kommt. Also über das Nummernschild. Ah, das Nummernschild quasi. Ja, genau, das Fahrzeugheck. Ah, das Ende. Ja, das okay, Ende, die Stoßstange quasi. Ja, 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 okay. Ja. Mhm. Das heißt schätzen. Es steht natürlich jetzt so und ich fahre natürlich minimal schräg. Ja, drüber, dann, ja, ne? dann eher lieber dann links. Okay. Bogen fahren und so weiter und dann versuchen. Da hilft natürlich euer Endeschild sehr gut. Ne? Das wird man mal sehen, ja? Ja, okay, ja. Gut. Ja? Ja. Okay. Und zwar in einem Zug. Ja, ja, also hinfahren, anhalten. Genau. Gut. 20 Sekunden. Ja, ja, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Zu weit. Außenplatte. Außenrand. Außenrand? Sie können weiterfahren. Okay. Hast du schon gehört an den Ja, aber ich weiß nicht, jetzt hat sich jetzt Außenplatte. Außenplatte ist, glaube ich, nicht ganz vergeigt. Wahrscheinlich waren es 5, 6, 7 cm. Das ist halt dann schon viel an der Platte, aber insgesamt beim Fahren halt eigentlich nichts. Wir müssen jetzt eine Halbkurve fahren, innerhalb von 15 Sekunden. Wir fahren durch eine Lichtschranke, beziehungsweise über einen Schlauch, einen Luftschlauch. Der misst das kennt ihr von unseren Media-Videos. Der misst den Start und der zweite, über den wir dann rollen, am Ende der Prüfung, der misst das Ende. Und dazwischen dürfen nur genau 15 Sekunden vergehen. Und die müssen wir selber abschätzen. Wir müssen genau abpassen, dass wir genau diese Distanz, die uns vorgegeben ist, in diesen exakt 15 Sekunden. Hi. Wir wollen ein Foto machen zusammen. Servus, Herr Dürr. Wir haben gesehen, dass ihr hier fahrt und wir sind aus der Nähe. Ja, das freut uns. Klar, natürlich. Letzte Woche unsere erste Rallye gemacht. Welche? Eisenberger Stadtrallye. Okay. Die war in der Nordpfalz. Ihr müsst mal winken. Okay. Wink mal. Hallo. Dann kommt ihr ins Video. Ja, cool. Ja, sehr cooles schön. Auto auch, ne? Ja, den hat uns Bosch Classic gestellt, damit wir hier mitfahren können. Richtig schick. Ja. Der ist gut. Aber ist auch gut warm. Eine Runde 15 Sekunden oder so. Ja, genau. Ja. Schlauchfahren hat Gleichmäßigkeit. Man darf nicht anhalten, hat man direkt verloren. Ja, genau. Gucken wir mal. Ja. Das ist so ein bisschen tricky. Ja, viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Das ist geil. Es gibt überall 5,6 Zuschauer. Ja, ja, genau. Also, das ist schon cool. Vielen Dank an euch alle, die dann immer ankommen und sich freuen, dass wir irgendwo auflaufen. Wahrscheinlich auf Facebook gelesen haben oder Instagram und deswegen die Startnummer kennen. Ja, wir kommen uns vor wie Promis. Das ist echt krass. Hallo, so jetzt wären wir soweit. Jetzt, ja, kein Problem, wir haben ja Zeit. Da genau, genau. Zur letzten Prüfung, ihr seid viel zu früh da. Ja? Macht aber nichts. Okay, super. Aber da braucht ihr jetzt nicht so schnell machen. Ja. Also ihr braucht da exakt 15 Sekunden dafür. Ja. Wie schnell fährt man denn am besten? 20 oder was? Nee, das ist zu schnell wahrscheinlich. Ja? Also kurze Erklärung, ihr fahrt vor bis zur Ampel, Ampel geht aus, dann läuft die Zeit, es kommt kein Grün. Okay. Formel 1 starten. Ja, ja. Ihr müsst aber nicht so schnell starten wie Formel 1. Okay. Das reicht normal. Ja. Also dann habt ihr 15 Sekunden Zeit, den Bogen zu fahren. Das sind der hindische Kontaktschleife. Hinter dem weißen Kombi? Ja, genau. Nee, vor dem weißen Kombi. Ja, okay. Ja, das seht ihr aber, die Kontaktschleife. Okay, 15 Sekunden. Genau, vor der Reihe drüben gut ist, gell? Gut. Vorfahren. Gut. Anhalten nicht, dann vorbei. Oh, ganz schön. Genau, aber so langsam rollen, so geht, ne? Ja. Okay. Das ist so easy, weil warte, der Hilt ist gerade viel zu schnell. Ich fahre auch erst schneller und werde dann langsamer im Scheitel, ne? Ich sag dir. Ich hoffe, die Zeit läuft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zu spät. Ja. Guck mal, da! Ja, krass. Hochzeit mit dem SLK. Cheers.
haben wir gerade noch mal Gelegenheit für eine kleine Pause. Genau, jetzt ganz wichtig für den Rennfahrer, für Hobbyrennfahrer, Ensinger Sport mit ja, null Calcium. Kalorien. Calcium. Ja, null Kalorien. Aber cool, das Professional G-Modell, dann oben mit dem sauteuren, wie nennt sich das, keine Ahnung, Dachträgersystem, ja. Kannst du da oben drauf kampieren, ne? Und Pause machen. Ja. Ja, das ist schon sehr cool. G-Klasse Professional vom Orga-Team von Bosch. Und erstmal, der Fahrer hat uns erzählt, weil er ein bisschen Last braucht auf dem Anhänger, haben sie das Bobbycar da festgezurrt, damit er nicht so tanzt, der Anhänger, also logisch. Und das ist auch das Ersatzfahrzeug. Wenn wir jetzt eine Panne hätten, würde uns wirklich der Kollege aufladen, damit der Wagen hier mitgenommen wird, dahin, wo er hin soll. Und dann würden wir beide, Herr 5,6 und Herr 3,0, uns das Bobbycar teilen. Ich glaube, wir müssen aber knobeln, weil ich glaube, der hat nur einen Sitz. Ja. Oh, hier Hockenheim, da sind wir da. Hat man gerade den Sechszylinder ein bisschen grummeln gehört. Oh ja, da drüben. Jetzt passiert noch was ganz Spannendes, weil hier endet nämlich quasi Tag 1 und da sieht man das ganze Feld. Ja. Da sieht man auch einen der schönsten Wagen da drüben, die Nummer 5. Sehr ein dunkelgrüner 290er. Jetzt, wenn sich jemand fragt, 219er, ja. Wenn sich einer fragt, was ein 219er ist, das ist ein Ponton, Sechszylinder mit einer Art Vierzylinder-Karosserie, also mit weniger Schnickschnack innen drin, weniger Chrom. Im Endeffekt sowas wie eine S-Klasse heute mit einem Vierzylinder zum Beispiel. Also außen die große Karosserie und drinnen halt ein bisschen abgespeckter. Ja genau, weil der hat nämlich auch einen Vierzylinder nur. Das ist ja deswegen ein 190er. Also sehr coole Geschichte und der sieht wirklich traumhaft aus. Und es geht nämlich jetzt darum, dass wir gleich auf dem Hockenheimring stehen dürfen und dann, wenn alle da sind, sogar, ich glaube, zwei Runden einmal nicht Rennen fahren, aber schon mal den Hockenheimring erkunden dürfen. Stellen mal warten mussten, aber eine Rheinfähre mit 20 Autos, da kann man sehen, wie sich das taktet. Ja, aber alle waren rechtzeitig im Ziel. Viele sind ja auch mit Vorzeit gekommen. Danke an Sie alle. Guten Appetit und einen gelungenen Abend. Wir hören uns jetzt wieder in der Halbzeitpause. Friends.
Describe.